Hi, ich bin Jenny. Früher war mein Kleiderschrank unübersichtlich, chaotisch und viel zu voll. Vor 8 Jahren sind wir dann umgezogen und das war quasi mein Startschuss. Seitdem habe ich meinen Kleiderschrank Schritt für Schritt optimiert und dabei Wertvolles gelernt. Heute zeige ich dir nun meine 18 besten Tipps und Tricks für deine Kleiderschrankorganisation. Und keine Sorge, ein Umzug ist nicht dabei. Bring Struktur hinein. Besonders bei einem kleinen Kleiderschrank ist es wichtig, dass alles seinen festen und vor allem praktischen Platz bekommt. Das erzielst du ganz einfach, indem du deine Kleider nach Kategorien ordnest und diesen Kategorien dann jeweils einen eigenen Bereich gibst. Die Kleiderstange zum Beispiel eignet sich perfekt für Jacken, Blusen und Kleider. T-Shirt, Jeans und Pullis finden ihren Platz gefaltet in Schubladen und Fächern. Schuhe sind bei uns im Flurschrank untergebracht. Kleinere Schubladen sind ideal für Unterwäsche und Socken. Diese Schubladen bringen uns auch schon zum zweiten Tipp. Denn eben diese Bereiche kannst du mit praktischen Organisern ganz toll optimieren. So hast du deine Stücke perfekt unterteilt und es sieht daneben auch noch schön aus. Und dank diesem Organizer hier habe ich auch erstmal realisiert, welche schiere Menge an Socken ich tatsächlich habe. Uiuiui. Aber nicht nur bei Socken kann man schnell den Überblick verlieren. Besonders bei einem kleinen Kleiderschrank ist es daher unverzichtbar, sich und seiner Kleidung Grenzen zu setzen. Ein Beispiel: meine T-Shirts. Früher hatte ich 2 große Kommodenschubladen randvoll gefüllt. Mittlerweile lagere ich alle meine T-Shirts und Tops hier, in diesem einen Auszugskorb. Und nur hier. Ist er voll, darf erst dann ein neues T-Shirt hinein, wenn dafür ein altes geht. Auf diese Weise überlege ich mir alle Neuanschaffungen ganz genau. Generell kommt bei mir tatsächlich nicht mehr ganz so oft ein wirklich neues Teil in den Schrank. Ich kaufe in den letzten Jahren sehr gerne Secondhand. Das ist nachhaltiger und ressourcenschonender und natürlich auch günstiger als eine Neuanschaffung. Aber weil es sich daneben auch ein bisschen wie eine Schatzsuche anfühlt, ist es auch um einiges verführerischer. Daher habe ich eine Wunschliste. Ich führe eine Liste mit Dingen, die ich mir wünsche, beziehungsweise die ich brauche. Und nur wenn sie auf meiner Liste stehen, dürfen sie dann auch in den Einkaufskorb. Was ich nicht Secondhand kaufe, sind zum Beispiel Schuhe. Aber auch hier kommt meine Wunschliste zum Einsatz. Und auf eben dieser standen nun über lange Zeit hinweg blaue Ballerinas. Kennst du das auch? Wenn du eine ganz genaue Vorstellung von etwas hast, dieses aber nirgends findest? Ich hatte so eine ganz genaue Vorstellung vom Design der Schuhe. Daneben mussten sie natürlich bequem sein. Und auch der Aspekt der Herstellung und Verarbeitung spielte eine Rolle. Daher wurde ich hier lange Zeit nicht fündig, bis ich vor kurzem endlich auf diese Schuhe hier stieß. Die Eco-Ballerinas von Gieswein. Sie sind nicht nur wunderschön und leicht, weich und bequem. Sie sind noch dazu aus recycelten PET-Flaschen gestrickt. Und eben das finde ich ganz wunderbar bei Gieswein. Das Familienunternehmen legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und setzt das dann mit solch innovativen Ideen um. Deshalb durften auch nicht nur die hübschen Sommerschuhe, sondern auch diese tollen Merino-Wollsneakers bei mir einziehen. Dazu später noch ein bisschen mehr. Nun kommen wir zurück zum Grenzensetzen. Mir wurde damals klar, dass ich den Großteil meiner Stücke nicht wirklich gerne oder regelmäßig trug. Daher fing ich an, auszusortieren. Das Ausmisten selbst war dann ein Prozess und ging immer Schritt für Schritt. Deshalb ist es mir auch wichtig zu betonen, dass in deinem Kleiderschrank du die Grenzen festlegst. Was bei mir eine Schublade ist, sind bei dir vielleicht 2
drei oder sogar vier. Die Hauptsache ist, dass du überhaupt anfängst, Grenzen zu setzen. Weiter geht es zu den praktischen Ordnungshelfern, denn diese sind, nicht nur bei eingeschränkten Platzverhältnissen, quasi unverzichtbar. Empfehlen kann ich dir so zum Beispiel diesen Helfer hier, einen Blattsparbügel. Mein Mann verwendet ihn für seine Krawatten. Aber auch Gürtel und Schals lassen sich so platzsparend und übersichtlich unterbringen. Soweit es möglich ist, verlinke ich dir die Produkte in der Beschreibung. Doch du musst dir nicht unbedingt etwas Neues kaufen, denn mit ein bisschen Kreativität kannst du dir die praktischen Helfer auch selbst anfertigen. Bleiben wir noch einen Moment in der kleinen Kreativecke, denn kreativ und vielleicht auch etwas ungewöhnlich ist mein nächster Helfer. Ihn trifft man normalerweise in der Küche an. Aber wenn du deine Taschen in deinem Schrank aufbewahrst, ist der Topfhalter hier ebenfalls sehr dienlich. Alles schön erreichbar und gut überschaubar. Wenn es gut überschaubar sein soll, leisten auch diese einfachen durchsichtigen Boxen wunderbare Dienste. Denn du hast hier alles platzsparend und ordentlich zusammengefasst und siehst auf einen Blick den gesamten Inhalt. So musst du dich nicht erst durch deine Sachen wühlen, um etwas Bestimmtes zu finden. Aus eben diesem Grund empfehle ich dir auch, deine Kleidung in Schubladen nicht zu stapeln, sondern hintereinander gereiht aufzubewahren. So siehst du schon beim Öffnen der Schublade alles auf einen Blick. Doch egal ob gereiht in Schublade oder gestapelt im Fach, wenn du deine Kleidung nach der gleichen Methode zusammenlegst, wirkt das immer ordentlicher und übersichtlicher. Kommen wir nun zum Stauraum. Die meisten hätten davon ja gerne mehr. Doch oft ist nicht der fehlende Platz das Problem, sondern der schlecht genutzte. Gerade bei tiefen Schränken kommt man eben schlecht an den hinteren Teil. Wir haben unsere Schränke daher mit diesen praktischen Auszugkörben, die du bereits von meinem T-Shirt kennst, ergänzt. Aber auch schon mit einem längeren Organizer kannst du dir hier super behelfen und diesen Bereich ebenfalls optimal ausnutzen. Haken an der Türinnenseite bieten ebenfalls eine zusätzliche Aufbewahrungsmöglichkeit. So habe ich hier zum Beispiel einen guten Platz für meine Ketten gefunden. Ein weiterer ganz einfacher Trick, um zusätzlichen Stauraum zu gewinnen, ist es, den Boden zu nutzen. So kannst du dort Kisten oder Körbe einstellen und diese beispielsweise für Schuhe nutzen. Apropos Schuhe. Mein zweiter Schuh von Gießwein ist ein echter Wohlfühlschuh. Er ist aus Premium-Merino-Wolle und nicht nur temperaturregulierend, sondern auch geruchsneutral. Und so ist er auch ohne Socken ganz angenehm zu tragen. Ein Schuh für alle Jahreszeiten. Und sollte er mal dreckig werden, kannst du ihn ganz einfach in der Maschine waschen. Ehrlich gesagt fällt es mir bei der tollen Produktpalette von Gießwein nicht wirklich leicht, mich an meinen weniger ist mehr Vorsatz zu halten. Und wenn du auch schon deinen nächsten Lieblingsschuh entdeckt hast, bekommst du mit meinem Code Kirschbaum20 20% Rabatt auf das gesamte Gießweinsortiment. Kommen wir nochmal kurz zurück zum Schrankboden. Hier kannst du auch die Dinge sammeln, die du aussortieren möchtest. Denn hin und wieder fällt dir sicher ein Kleidungsstück in die Hand, das du eigentlich nicht mehr gerne trägst, das nicht mehr passt oder das dir einfach nicht mehr gefällt. Hänge diese Stücke dann nicht wieder zurück, sondern misste sie gleich aus. In der Beschreibung findest du auch den Link zu meiner kostenlosen Checkliste, die dir das Ausmisten leichter macht. Schauen wir uns jetzt Bügel an. Es gibt hier so viele verschiedene Varianten. So nutzen wir für unsere Jacken im Flur zum Beispiel optisch schönere Holzbügel. In meinem Schrank jedoch verwende ich diese schmalen Bügel hier. Denn wenn du wenig Fläche hast bzw. viele Stücke zum Aufhängen besitzt, bieten sich schmale Bügel an. Sie benötigen weniger Platz und du hast so mehr Luft zwischen den einzelnen Kleidungsstücken. Ordentlicher wirkt es, wenn du einheitliche Bügel verwendest.
So wird es noch übersichtlicher und angenehmer fürs Auge. Diesen Effekt stärkst du, wenn du deine Kleider zum einen von lang nach kurz und zum anderen von dunkel nach hell ordnest. Und solltest du bei den Bügeln noch mehr Platz benötigen, dann werden dir diese kleinen Teile hier hilfreich sein. So kannst du den vorhandenen Stauraum auch senkrecht nutzen. Lagere aus. Eventuell stößt du beim Ausmisten auch auf Stücke, die du zwar nicht mehr oder nur noch sehr selten trägst, von denen du dich aber nicht trennen möchtest. Hier ist Auslagern eine gute Lösung. Zum Beispiel in Bettkästen oder in Kleidersäcken, die du dann im trockenen Keller oder Speicher lagerst. So sind die Kleider gut aufbewahrt und stören dich bei der täglichen Outfitsuche nicht mehr. Wenn du möchtest, kannst du so auch die jeweils nicht genutzten saisonalen Kleider auslagern. Das schafft noch mehr Platz und Übersicht in deinem Kleiderschrank. Wenn du jedoch Winter- und Sommerkleider nebeneinander im Schrank beibehalten möchtest oder musst, verlagere die Winterteile für den Sommer nach hinten bzw. oben in deinen Schrank und hole die Sommerteile nach vorne. So kommst du an die Dinge, die du benötigst, besser heran. Und wenn du jetzt direkt Lust aufs Ausmisten bekommen hast, findest du in diesem Video hier und wie gesagt in meiner Checkliste noch ein paar wertvolle Tipps. Und schau mit meinem Rabattcode gerne mal bei Gießwein vorbei. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.